Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei CAN und willkommen zurück zum SCB Verse Report. Ja, ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass letzte Woche keine Episode auf YouTube erschienen ist. Die hat es leider nur auf Twitch geschafft, beziehungsweise ist dort verblieben, weil leider mit der Aufnahme etwas nicht geklappt hat und dementsprechend konnte ich das Video dann nicht mehr rechtzeitig zu YouTube exportieren und in dem Moment, wo ich es dann fertig geschnitten hätte, ist quasi schon wieder der nächste SCB Verse Report dran und dementsprechend also kam die Episode hier nicht an. Aber das soll diese Woche erstens anders sein und zweitens habt ihr auch noch die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, in die Videobeschreibung zu gucken. Da ist der Link zum VOD von dem SCB Verse Report und da kann man dann einfach diese Aufnahme auch nochmal sehen und auf diese Art und Weise auch vielleicht nochmal gleich reingucken, wie es insgesamt ist, wenn wir so ein Live-Recording bei Twitch machen, was ja in der Regel, wenn nichts dazwischen kommt, jede Woche passieren soll. Ja, also auf jeden Fall herzlich willkommen jetzt zu unserer Episode und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier bei Star Citizen weitergeht, denn wir haben ein paar Sachen, die wir euch auf jeden Fall ankündigen können und von denen wir wissen, dass ja, es dieses Jahr vielleicht eine größere Aufmerksamkeit schon von Anfang an erfährt, als es das letztes Jahr getan hat, denn das Ergebnis davon war ziemlich gut und davon rede ich jetzt in meinem Hot Topic. Da geht es nämlich diesmal um den Ship Showdown 2952. Ja, der Ship Showdown ist ein Schiffswettbewerb, bei dem die Schiffe um die Gunst der Community konkurrieren. Zumindest ist das das Ziel des Ganzen, um nämlich die Community zu bestimmen zu lassen, welche Schiffe ihnen am liebsten sind und welche Schiffe sozusagen für sie ganz oben in der Rangliste stehen. Hier geht es nur um Flight-Ready-Schiffe, das heißt also Schiffe und auch Fahrzeuge, die eben im Spiel verfügbar sind und die ihr also im Spiel auch nutzen und benutzen könnt und dementsprechend auch natürlich auch schon eure Erfahrungen damit hätten machen können. So, letztes Jahr haben wir das zwar auch angekündigt, aber jetzt die Response der Community insgesamt war nicht besonders groß, sodass einige große Content-Creator und eben auch noch entsprechend ihre Communities darum sich sozusagen das Zepter geschnappt haben und dafür gesorgt haben, dass ein absoluter Underdog diesen Ship-Showdown gewinnt. Und das ist hier die Aufstellung von letztem Jahr. Und wenn man hier unten sieht, dann ist der Champion des Ship-Showdown 2951 die Argo MPUV Cargo gewesen. Und das war natürlich eine erstaunliche Sache, aber auf der anderen Seite haben sich viele Leute eben auch als Argo-Fans geoutet und haben gesagt, dieses Schiff muss auch mal jetzt ein bisschen Liebe erfahren. Und so ist es dann auch gekommen. Und damit sich jetzt keiner beschwert in diesem Jahr, dass man ja davon überhaupt nichts mitbekommen hat und dass dieser Ship-Showdown einem völlig an einem vorbeigegangen ist, haben wir ihn jetzt hier zum Hot Topic gemacht und auch nochmal wollen auch nochmal erklären, worum es da genau geht, beziehungsweise was auch das Ergebnis davon ist, denn die vier Gewinnerschiffe werden besonders prämiert und im Laufe der Intergalactic Aerospace Expo, die auch diesen November bereits bestätigt wieder folgen wird, bekommen sie ein paar Extras, die die anderen Schiffe dann nicht haben. Zum Beispiel eine eigene Gewinner-Skin, dazu sogar extra Goodies, wie zum Beispiel Ingame-Kleidung oder das ein oder andere Item und eventuell manchmal sogar eine eigene neue Variante. Das betrifft dann den Champion. Da wollen wir auch im Laufe dieses Reports nochmal eingehen. Dann gibt es nämlich jetzt ein paar Spekulationen zu, aber dazu später mehr. Außerdem gibt es natürlich dann einen extra Sale dieser Schiffe im Rahmen der Intergalactic Aerospace Expo, auch als Gewinner des Ship Showdowns. Und außerdem, was so ein bisschen ein Sekundäreffekt ist, dadurch, dass die Schiffe von der Community nach oben gevotet werden und sozusagen dann in den Gewinnerkreis einrücken, werden diese vier Schiffe meist von CIG nochmal genauer unter die Lupe genommen. Und das betrifft zum Beispiel insbesondere ältere Schiffe, bei denen lange nichts passiert ist, dass sie aufgrund dessen, dass sie dafür dann eine Skin bauen und dass es sozusagen dann ein Schiff wird, was zu den Gewinnern zählt, sie nochmal genauer hingucken. Und das hat zum Beispiel bei der Caterpillar dazu geführt, dass es Bugs gab, die dann rausgenommen wurden aus dem Schiff, die sozusagen gefixt wurden. Auch die Argo MPUV hat das Schwesterschiff sozusagen, die Personnel, einen Bugfix bekommen. Da gab es nämlich eine Tür, die dauernd Leute getötet hat, wenn man versucht hat, reinzugehen. Und das wurde alles damit gelöst. Das sind
natürlich nur Kleinigkeiten und Sekundäreffekte, aber immerhin hat man damit die Möglichkeit, vielleicht dem Schiff, was einem wirklich nahe liegt, auch nochmal eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, und um Aufmerksamkeit geht es genau in dieser Phase 1, denn jetzt geht es erstmal darum, so viel Aufmerksamkeit in der Community und insgesamt für euer Lieblingsschiff zu kreieren, wie auch möglich. Das heißt, Screenshots, Videos, Trailer, aber auch 3D-Drucke, Dioramen, Lego-Modelle und letztendlich solche Dinge wie sogar genähte Kissen, Häkelschiffchen, Backwaren und Schmuck. All das, was ihr machen wollt, könnt ihr jetzt, das könnt ihr jetzt eurem Lieblingsschiff in Star Citizen widmen und dann natürlich entsprechend über Spectrum, über die jeweiligen Threads, über auch Social Media und alles unter einem bestimmten Hashtag teilen. Und Cloud Imperium Games bewertet dann, welche Schiffe insgesamt die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, da geht es gar nicht so sehr darum, dass ihr jetzt das Oberkunstwerk hinlegt, sondern schon alleine eine Reihe von Screenshots zu einem bestimmten Schiff innerhalb des Showdowns oder eben eine Videoserie dazu oder und so weiter erhöht die Quantität an Zuspruch, die euer Schiff bekommt. Und das dann ist ausschlaggebend, dass diese Schiffe zu den Finals zugelassen werden. Also sprich, die, die die meiste Aufmerksamkeit erhalten, werden in die Phase 2 übernommen. Und das sind dann die Finals zum Ship-Showdown. Und der läuft dann so ab, dass in der Phase 2 es immer abwechselnde Votings gibt, wo eben Schiffe gegeneinander antreten. Das heißt also Schiffe, zum Beispiel immer zwei Fahrzeuge, die zusammen in eine Reihe gehen, werden dann in der Community in ein gegenseitiges Voting verstrickt und das wiederum führt dazu, dass ein Schiff oder ein Fahrzeug dann ganz besonders hochgevotet wird und eben entsprechend das ganze Voting gewinnt und dann geht es eben in die nächste Runde und dort tritt es dann wie in einem Turnier gegen ein anderes Schiff, was in der Vorrunde sich durchgesetzt hat an und wird wiederum einem Voting ausgesetzt und das Ganze verengt sich dann, bis es eben nur noch die vier Finalisten gibt und davon dann am Ende ein Champion gekürt wird. Ja, also es bleiben übrig dann der Champion und die drei weiteren Finalisten und alle erhalten in der Regel eben ein besonderes Treatment dafür und werden eben von Cloud Imperium Games als die Gewinner des Ship Showdowns 2952 nochmal einer besonderen Behandlung unterzogen. Ja, das also dazu. Am Montag, den 15.8., das heißt jetzt kommenden Montag, beginnt die Phase 1. Das heißt, ab da geht es dann los mit erstens zusätzlichen Informationen, wie und wo ihr die Liebe für eure Schiffe zeigen könnt, aber eben natürlich auch dem direkten Phase 1 Showdown, wo ihr dann die Möglichkeit habt, eure besonderen Screenshots, eure Eindrücke, Trailer, Videos und was ihr euch alles sonst so fallen lassen könnt, für Cloud Imperium Games und die Star Citizen Community bereitzustellen und damit dann auch Einfluss zu nehmen, wie der Showdown ausgeht. Ja, also nehmt die Chance wahr. Diesmal kann niemand sagen, dass er es nicht gewusst hat und sich wundert, warum dann am Ende die MPUV Cargo gewinnt. Jetzt habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, gleich von Anfang an mit dabei zu sein. Und von dort aus gehen wir rüber zu unserem Broadcast Report und natürlich zu Inside Star Citizen. Ja, da gab es ein interessantes Update diesmal, weil wir eine Folge hatten, die ganz nach meinem Geschmack war, nämlich eine reiner Sprint Report. Und ein Sprint Report diesmal über das Thema, was nach wie vor, glaube ich, und seit Beginn der Crowdfunding-Kampagne eins der wichtigsten ist: Schiffe und Fahrzeuge im Spiel. Wie sind also die aktuellen Verläufe der Arbeit bei bestimmten Fahrzeugen, Schiffen und so, auf die wir zum Teil schon lange warten? Und das Erste, was in diesem Segment gezeigt wurde, und von Jared, der übrigens nach wie vor im Motion Capture Studio in Manchester ist, was im Hintergrund aufgebaut wird, präsentiert wurde, war dann die Corsair. Und die Drake Corsair ist ein Liebhaberschiff, muss man wirklich sagen. Ein Schiff, was insbesondere einen speziellen Teil der Community, denn die ausgeprägten Drake-Fans anspricht als Explorer- und Multicrew-Schiff. Damit auch eins der größten Schiffe, die Drake dann mit im Spiel hat. Natürlich nicht zu vergessen die Caterpillar oder ähnliches, aber die ist auf jeden Fall schon ein Multicrew-Schiff für mehrere Personen und eben auch als Long-Range-Explorer gedacht. Ja, und sie ist schon relativ lange im Konzept.
Konzept und ist jetzt inzwischen oder kommt jetzt inzwischen ans Ende ihrer Greybox-Phase. Und das bedeutet, dass man natürlich schon einige sehen kann und so wurde bei Inside Star Citizen insgesamt 2 Sprints dieser Greybox-Phase, das heißt 2 aufeinander folgende Arbeitsverläufe dargestellt. Und man sieht sehr schön sowohl im ersten Teil schon den Drake Style Guide, der hier vor allem von außen angewendet ist, wo man eben sehen kann, dass es sich alles eben in verschiedenen Layern bei Drake immer aufeinander setzt, von sozusagen der reinen technischen Konstruktion über dann eben Schutzhüllen bis hin zu den äußeren und zum Teil manchmal ja auch eher schmuckhaften Ausbauten, die Drake dann mit sich bringt. Aber es bleibt natürlich immer bei diesem industriellen und sagen wir mal sehr rudimentären Anstrich, den diese Drake-Schiffe haben. Gleiches kann man dann auch sagen, wenn man zum Beispiel sich Dinge wie das Landing Gear anguckt oder dann auch Sachen, die schon in die Final Art Phase gekommen sind, das heißt die Greybox quasi fast übersprungen haben, wie zum Beispiel der Remote Turret, den wir vorhin gesehen haben, die schon sehr weit sind. Außerdem wurden die Crew-Habitate dargestellt und es wurde ein bisschen gezeigt, wie es im Innenraum, also an diesen spezifischen Stellen aussieht. Ja, und jeder Drake-Fan fühlt sich sofort erinnert an zum Beispiel den kleinen Habitatsraum im Bereich der Drake Herald oder natürlich auch der Caterpillar. Wenn man da an das Kommandomodul denkt, dann sind das sehr, sehr ähnliche Aufbauten, die wir hier haben. Und somit konnten sie natürlich auch viele Assets sozusagen einfach anpassen und für die Corsair dann weiterverwenden. Außerdem haben sie uns den Frachtraum gezeigt. Große Teil, was da im Heck liegt und insgesamt einem Urza Rover zum Beispiel Platz bieten soll. Zusammen mit der mehrteiligen Laderampe, die sie jetzt fertiggestellt haben, die dann sozusagen bereit auch für die Animation ist, um sich entsprechend auszuklappen, um eben auch zum Beispiel Bodenfahrzeuge ein einfaches Einfahren zu ermöglichen. Ich freue mich, dass sie hier auf jeden Fall eine Laderampe genommen haben, ähnlich wie der Cutlass und nicht wie der Caterpillar, dieses Konzept, wo dann irgendwann die Fahrstühle hochfahren sollen, was immer noch nicht funktioniert. Also von daher wird es auf jeden Fall nutzbar sein. Ich bin mal sehr gespannt, ob sich die Kritik, die wir ursprünglich an dem Schiff hatten, halten wird. Wer sich das nochmal angucken will, kann gerne nochmal in unser Vorstellungsvideo zum Konzept der Drake Corsair gucken, denn da muss man sagen, ist meiner Meinung nach immer noch einiges im Argen mit und ich bin sehr gespannt, ob sich vielleicht am Ende auch herausstellt, dass unsere Einschätzung falsch war und das Schiff sehr gut nutzbar ist auf diese Art und Weise, aber ich persönlich glaube das noch nicht. Zudem muss man sagen, dass es eben auch ein paar speziellere technische Aspekte hat, wie zum Beispiel die asymmetrischen Flügel, die sich anklappbar gestalten, das heißt also, die sozusagen je nachdem, wie das Schiff gerade fliegen und auch landen soll, dann eben eingefahren werden können und dafür mussten auf jeder Seite verschiedene Halterungen angebracht werden, damit überhaupt dieser Klappmechanismus in dieser asymmetrischen Form wirklich funktioniert. Außerdem kann das Schiff damit eben auch zum Atmosphärenflug transformiert werden und soll damit eben verhältnismäßig gute Flugeigenschaften erhalten im Gegensatz zu anderen Schiffen, die in dieser Größenklasse existieren. Ja, also das zur Drake Corsair. Sie befindet sich also nach wie vor großteilig in der Greybox-Phase, ist aber bereits auf dem Weg zur Final Art und das bedeutet, es wird also nicht mehr allzu lange dauern, bis sie dann den Weg ins Spiel findet. Schönes Update gab es auch zur Argo SRV, dem Search and Rescue Vehicle von Argo Aeronautics. Und hier können sich also alle, die sich auf das Abschlepp-Raumschiff freuen, was hier dann irgendwann ins Verse kommt, einen kleinen Eindruck verschaffen, wie die Greybox aktuell läuft. Man sieht zum Beispiel, dass in der Greybox-Phase das Cockpit ein Stück vergrößert werden musste, um eben für die Art, wie sozusagen man der Pilot da drin sitzen soll, auch ein bisschen Platz zu schaffen und dann das Ganze auch eben auf den Style Guide von Argo Aeronautics anzupassen. Außerdem sieht man natürlich, dass viele Impressionen und Assets von der Raft übernommen wurden, was den Aufbau des Schiffs an sich einfacher gestaltet und man dazu natürlich auch einfach Assets wiederverwerten kann. Und natürlich sieht man auch, dass der gesamte Style Guide insgesamt sehr angepasst ist an das, was wir von der MPUV kennen oder eben von der Raft. Und das Schiff gar nicht so klein ist, wie der ein oder andere vielleicht vermutet hat. Ich persönlich hatte mir zum Beispiel auch irgendwie vorgestellt, dass es halb so groß ist. Ich wusste dann irgendwann, dass meine Vorstellung falsch sind, aber wenn man so eine Impression erstmal im Kopf hat, dann hilft es nur, das Ganze mal wirklich in einem Hangar zu sehen und das ist hier ganz gut zu merken, denn wir haben hier es auf jeden Fall mit einem sehr spannenden kleinen Schiff zu tun. Ja, Banu Merchantman Fans, aufgepasst, es gab auch ein paar neue Bilder im Inside Star Citizen über die Banu Merchantman, wobei so neu sind sie eigentlich gar nicht, sie sind aus der gleichen Zeit, von den Bildern, die in der Alien Week entstanden sind, nur die waren mit dem falschen Field of View aufgenommen und das führte dazu, dass kaum ein anderes Schiff so viele
Memes ins Spektrum bekommen hat, als kleine Schnabeltierenten-Raumschiff, wie jetzt die Merchant Man. Und das haben sie jetzt hier gerade korrigiert mit den Bildern, die ihr euch in Ruhe natürlich auch nochmal angucken könnt. Weiter ging es dann mit den Salvage HUD-Entwürfen, nämlich den Entwürfen zu dem, wie das HUD für die Salvaging Tier Zero-Mechanik, die dann hoffentlich mit 3.18 ja ins Spiel kommt, aussehen soll. Man sieht schon sehr, sehr viele Anzeigen, die hier das Hull-Stripping darstellen sollen, wie zum Beispiel die Menge an verbleibender Hülle, die zu strippen gilt, verfügbaren Laderaum, verbaute Schweißköpfe und deren Eigenschaften, ein paar Daten zum aktuellen Prozess und die momentane Reichweite der ganzen Apparatur. Das ist also schon erstmal zu erkennen. Alles natürlich noch Work in Progress, genauso wie diese ersten frühen Animationen, die wir gesehen haben, wo es eben darum geht, wie so ein Hull-Stripping dann aussehen wird. Da fehlt natürlich noch eine ganze Menge. Aber was man dabei auch gesehen hat, war ein Turm einer Reclaimer, wo eben auch ein sozusagen Salvaging-Laser vorne mit dran war. Und das gibt natürlich den Reclaimer-Fans und Besitzern unter euch wieder ein bisschen Aufwind, weil es damit wahrscheinlich wird, dass auch die Reclaimer gleich nutzbar wird in Form der ersten Salvaging-Mechanik, die wir ins Spiel bekommen. Also das ist, glaube ich, eine gute Nachricht, denn vorher war das noch nicht so ganz klar. Und es ist auch nach wie vor noch nicht bestätigt. Wir wissen nur, die Drake Vulture wird kommen, die Technik mit ins Spiel bringt. Und inwiefern hoffentlich die Reclaimer auch gleich mit reingenommen wird in den Reigen. Das werden wir dann sehen. Aber damit ist ja auch noch nicht lange alles getan. Es wird auf jeden Fall noch ein deutliches Stück weitergehen im Bereich Salvaging. Das ist ja auch nur die Tier Zero Mechanik. Ja, ein kleiner Nebeneffekt davon war das, was man gerade noch im Bild sieht, und zwar, dass die Gimbals überarbeitet werden. Das heißt, die Art und Weise, wie sozusagen die Gimbals funktionieren, werden zusammen mit der Salvaging Mechanik überarbeitet werden. Und es kann dazu führen, dass wir in Zukunft gar keine Size Restriktionen mehr haben an Waffen, die wir aufbauen können. Dass sie einfach nur andere Eigenschaften haben. Sprich, wenn man eine zu große Waffe anbaut, baut der Gimbal einfach sehr lange und ist nicht mehr so präzise, aber man kann sie anbauen. Wohingegen, wenn man eben einen größeren Gimbal was kleineres anbaut, dann wird das Ganze sehr viel schneller funktionieren und so weiter und so fort. Ziemlich cool als Nebeneffekt zu dem, was uns da im Gameplay auf jeden Fall erwarten wird. Ja, weiter ging es dann mit den Internal Power Relays, und zwar als Testlauf in der Aegis Hammerhead. Und diese Power Relays, die sind sehr, sehr wichtig für einen massiven Meilenstein in Bezug auf das Multicrew-Gameplay, denn wenn man sich irgendwann das komplette Engineering vorstellt, wie sie sich das schon in ihren Konzepten entwickelt haben, dann wird am Ende alles von diesen Power Relays abhalten, die eben die Energie leiten und dementsprechend dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Sektionen im Schiff noch mit Energie versorgt werden. Antriebe, Schilde, Waffen und so, Lebenserhaltungssystem und so weiter. Und diese wurden gerade als Test in die Hammerhead eingesetzt, um zu sehen, wie man sie eben verknüpfen kann mit dem Netzwerk, damit irgendwann das Gameplay entsteht, dass ein Engineer eben in voller Hetze an einen Power Relay kommt, das rausreißt und versucht zu reparieren, damit eben der Schildemitter hier an der Stelle noch funktioniert. Also ihr könnt euch schon vorstellen, für das gesamte Gameplay, auch für die Haltbarkeit von Schiffen, das Wegkommen von Hitboxes zu eben internen Systemen, die kaputt gehen können, aber auch repariert werden können, all das befindet sich hinter diesem Schritt. Und das wird angekündigt, ist es für nächstes Jahr in die Integration in alle Schiffe, und es wird nochmal ein riesiger Meilenstein sein, was das angeht. Und dann haben wir noch eine kleine Preview erhalten, so eine Art Sneak Peek, und zwar auf das UI Card System. Das ist eine Technologie, wo Building Blocks und die Building Blocks Technologie an Interfaces, Displays, Augmented Reality im PU und Squadron 42 getestet wird. Und zwar nicht eben irgendwie nur so in Form eines einfachen Mobiglas, was ja immer noch das Gefühl von Technologie von 1990 aufweist. Ihr wisst, was ich meine im Vergleich zu Star Citizen, sondern eben wirklich um euch herum projiziert. Alles das, was ihr da gesehen habt, waren reine Playtests. Nichts davon ist irgendwie final, aber ihr könnt euch vorstellen, was die Idee davon ist, nämlich sozusagen die ganze visuelle Experience, die ganze Erfahrung nochmal neu und besser zu gestalten, sodass man die Möglichkeit eben auch hat, Dinge sehr interaktiv zu lösen im Spiel, anstatt dass man da ein festes Terminal oder ähnliches für braucht. Ja, das war also der Inhalt. Ein Sprint Report ist immer sehr voll mit Informationen und dementsprechend kommt man immer in der Berichterstattung kaum hinterher, aber ich fand es auf jeden Fall spannend. Und ja, wenn ihr Kommentare und Fragen dazu habt, dann postet das natürlich gerne unter das Video. Wir gehen jetzt weiter zu unserem nächsten Broadcast Report, und das war dann Star Citizen Live mit Game Dev, diesmal als Episode Making VFX. Ja, da konnte man wieder mal den Developern über die Schulter schauen, und viele Leute finden das ja auch durchaus mal interessant, in verschiedene Bereiche des Game Developments und Programming vor allem hier an der Stelle und Designs mal hineinzuschauen und sozusagen mal den wirklichen Profis über die Schulter gucken zu können,
während sie dann eben bestimmte Assets, bestimmte Sachen fürs Spiel erstellen und das Ganze als Beispiel machen. Hier haben sich jetzt der VFX-Director Mike Snowden und Leo, ein Principal VFX Programmer, hingesetzt zusammen mit Jared Huckabee und der Community natürlich, um mal zu erklären, wie VFX im Spiel eigentlich aufgebaut sind und wie sie eingefügt werden. Und das Ganze an einem sehr praktischen Beispiel. Sie haben sich dann nämlich im Stream sozusagen von den Viewern entscheiden lassen, was soll eigentlich gemacht werden, was soll also passieren, was an welchen Beispielen sollen sie es in dieser Stunde eben mal aufbauen. Und die Viewer haben sich dann entschieden und haben gesagt, wir möchten einen Schilddome, ne? Also eine Halbkugel sozusagen aus einem Schutzschild, was eben als Special Effect oder als VFX, Virtual Effect eben designt wird und wie dieser Prozess dann eben Stück für Stück entsteht. Und dafür haben sie dann mit Partikeleffekten, die sie dann auch an die Gravitation angepasst haben und dann natürlich entsprechend mit Effekten ausgestaltet haben, ein Plasmaschild zusammengebaut, was einfach nur als Beispiel gilt, wie das Ganze eben so ein bisschen aufgebaut sein soll und wie sozusagen auch Partikeleffekte dann im Spiel funktionieren und dann eben auch so optimiert werden, Stück für Stück, dass sie nicht nur visuell sehr ansprechend sind, sondern eben an der Stelle auch entsprechend die Kapazitäten schonen von den Servern und man sozusagen nicht sofort alle zusammenbrechende, rauchende Grafikkarten haben, wenn das Ganze passiert. Das eben auch, wenn man es einmal erstellt hat, mithilfe dieser Partikel, dass es eben auch in verschiedene Formen anzubringen ist und natürlich auch verschiedene Farben möglich sind. All das konnte man dann in der Folge nachverfolgen. Und die interessanteste Antwort war daraus, auf die Frage, ob es so etwas hier vielleicht auch später mal im Spiel geben wird, kam dann nur: Da müssen Sie die Game-Designer fragen, da haben Sie vom VFX-Team nichts mit zu tun. Also, wer weiß, ihr könnt euch natürlich auch gerne auf Spectrum stark machen dafür, dass so etwas dann irgendwann vielleicht eure Außenposten schützen soll. Es ist nicht gesagt, dass es nicht kommt, das wollte ich nur damit nochmal klarstellen, sondern nur, dass dieses Team, die das gerade machen, nichts damit zu tun hat mit der Entscheidung, ob sowas eben mal ins Spiel kommt oder nicht, sondern dass das eine Sache der Game Designer ist. Ja, so viel dann also zu unserem Broadcast Report und jetzt gehen wir in unsere nächste Kategorie und das sind die Ship News. Ich hatte es vorher schon mal so ein bisschen angedeutet, aber es gab da so einen kleinen Spoiler bei Inside Star Citizen und dieser Spoiler bezog sich hauptsächlich auf die Argo MPUV und vor allem das, was wir ja letztes Jahr als Showdown bekommen haben und wo man schon in nicht nur den Gerüchten, sondern auch tatsächlich der einen oder anderen offiziellen Quelle gehört hat, dass es vielleicht eine Variante geben soll. Ja, und hier mit dieser schönen Verschwörungs-Alumützenkatze eingeleitet ist, geht es eigentlich um das Foto, wovon ich hier sozusagen eigentlich spreche. Und zwar, ihr erinnert euch eben an die Episode Inside Star Citizen, wo ganz am Ende eben noch so ein paar Bilder und Videoschnipsel gezeigt wurden von dem UI Card System, also wo es eigentlich darum gehen sollte, dass hier dieser Caution Restricted Area Kreis eingeblendet ist. Aber findige Leute in der Star Citizen Community haben sich die Argo dahinter mal genauer angeguckt und wenn ihr hier dem roten Pfeil mal folgt, dann seht ihr hier oben etwas, was auf den normalen Varianten nicht drauf ist. Irgendeine Art von Gebilde, also irgendeine Art von Installation, ne, nicht verwechseln, das sind die beiden Scheinwerfer, die sowieso dran sind, aber hier ist irgendwo noch etwas drauf, was so ein bisschen aussieht, als wäre es an einen Arm gebunden oder ähnliches. Und ihr könnt euch vorstellen, die ganzen Spekulationen gehen dann los und man fand dann eben auch im Jump Point zum Beispiel ein Bild, das aus dem Jump Point 2019 ist, mit tatsächlich genau dieser Installation, aber eindeutig noch ein Konzeptbild, also nichts, was man jetzt sofort im Spiel irgendwo schon gesehen hätte. Und so ging natürlich eben die Spekulation weiter. Was soll das sein? Was ist das für ein Schiff? Und ist das vielleicht eine neue Argo-Variante? Und tatsächlich die stichhaltigste Spekulation an der Stelle, Achtung, wie gesagt, wir wissen es natürlich alle nicht, aber die kommt von Cloud Imperium oder wird von Cloud Imperium selbst befeuert, indem man von Becker-Seite darauf verwiesen hat, dass es ja auch noch weitere Argo-MPUV-Varianten gibt.
geben soll. Und dass eben gerade in diesem Comlink Transmission angekündigt ist, dass neben der MPU, die wir haben, 1C, nämlich mit Cargo, es auch noch die MPU 1P, das ist dann die Argo Personnel, also die wir auch schon kennen mit den Sitzen drin, aber eben mir auch die 1S geben soll, also die Argo MPU 1S, die dann ein Search and Rescue Variante sein soll von der Argo und die dann wiederum auch mit medizinischer Ausrüstung in ihrem Heckbereich ausgestattet sein soll. Das heißt also ein völlig anderer Zweck als nur Fracht zu befüllen oder Personal zu transportieren. Hier handelt es sich um ein kleines, wenn man so will, sehr kurzreichweiten Search and Rescue Vehikel als Variante der Argo und die könnte natürlich ausgestattet sein mit einem entsprechenden Traktorstrahl oder auch Cutter, um zum Beispiel andere Schiffe und Leute freizuschneiden, andere Schiffe zu zerlegen und so weiter und so fort. Oder eben natürlich vielleicht auch als Spekulation eben mit einem Traktorstrahl ausgestattet sein, um eben Leute um bei der Bergung sozusagen zu helfen. All das sind Möglichkeiten, die man hier zusammenbringt. Vielleicht ist es auch eine Argo-Variante, die noch gar nicht irgendwie angekündigt ist. Aber es fanden jetzt schon viele Leute verräterisch, dass sie eben in dem aktuellen Insights Star Citizen zu sehen ist. Und zwar nicht nur als reines Konzeptbild, sondern offensichtlich als eine Variante, die schon relativ gut in Engine vorhanden sein muss. Das heißt, auch wenn sie vielleicht noch nicht flight-ready ist, ist es auf jeden Fall etwas, wo sich jemand rangesetzt hat und Arbeit gemacht hat, um sie einzubringen. Und das befeuert natürlich ein bisschen die Spekulationen in Richtung Intergalactic Aerospace Expo 2952 und alles, was jetzt im Herbst noch kommen will, ob wir da vielleicht mit einer neuen Argo-Variante rechnen können. Ja, ihr könnt uns gerne natürlich schreiben, was ihr davon haltet und was ihr denkt und ob das gerechtfertigte Spekulationen sind oder reine Star Citizen Verschwörungstheorie, was die Argo und ihre Varianten angeht. Ich finde es auf jeden Fall interessant von euch zu lesen und wir gehen von hier aus weiter in unsere nächste Kategorie und da geht es dann um die Community News, denn in nicht mal ganz 2 Wochen jetzt ist Gamescom, das heißt vom insgesamt 24.8. bis zum 28.8. findet mal wieder die Gamescom als Live-vor-Ort-Veranstaltung, also richtig Real-Time-Event statt. Auch wenn viele der großen Aussteller nicht da sein werden diesmal, wie zum Beispiel Wargaming oder ähnliche, die keine Hallen haben, Blizzard ist glaube ich auch nicht da und so, wird es trotzdem sicherlich wieder ein großes, schönes Event, auf das ich persönlich mich sehr freue. Und in diesem Rahmen wird es auch Bar Citizens in Köln geben, die jetzt offiziell angekündigt wurden. Das heißt, am Donnerstag, den 25.8. und am Freitag, den 26. August, wird es jeweils ab 19 Uhr im bekannten Brauhaus ohne Namen in der Nähe der Köln Messe und Köln-Deutz, also wieder Bar Citizens geben und ich kann an der Stelle nur sagen, würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen, denn ich werde auf jeden Fall an beiden Bar Citizens da sein. Mein Tipp ist, auf jeden Fall rechtzeitig zu kommen oder zumindest Leute zu haben, die vielleicht schon einen Stuhl reservieren können, denn es könnte voll werden. Die letzten Bar Citizens waren sehr gut besucht und gerade zur Gamescom zieht das natürlich viele Leute hin und weil Star Citizen keine eigene Präsenz auf der Gamescom hat und auch kein sonstiges Event drumherum stattfindet, ist das natürlich ein guter Anzugspunkt für alle, die sich rund um Star Citizen austauschen wollen und Community, die sich treffen und so weiter. Ja, also wie gesagt, save the date. Am 25. und 26.8. jeweils ab 19 Uhr finden Bar Citizens im Rahmen der Gamescom statt, im Brauhaus ohne Namen und den Link mit der Adresse und allen Informationen, die wir sonst drumherum noch haben, findet ihr ebenfalls jetzt bei uns in der Videobeschreibung. Ich werde auch auf der Gamescom unterwegs sein und freue mich auf jeden Fall über jeden, den ich da treffe aus der Star Citizen Community und wenn ihr mich da irgendwo rumgeistern seht, dann spreche ich mich natürlich gerne an, da freue ich mich sehr drüber. In dem Sinne, wir gehen weiter zu unserer Patreon Priority Question und dadurch, dass die letzte Episode es leider nicht online geschafft hat, habe ich hier nochmal die Patreon Priority Question, die ich auch letzte Woche schon aufgenommen hatte, damit sie es auch eben online schafft und nicht einfach damit versiegt, dass das Video letztes Mal nicht wollte. Und die Frage war,
sehr schön von einem unserer Patrons gestellt. Alle, die Tier 2 oder höher uns unterstützen in der Patreon-Kampagne, können direkte Priority-Questions stellen. Und diese war, welche Schiffe werden durch den Jump Point bei Pyro passen? Habt ihr da eine Vorstellung, was Cloud Imperium Games sich dazu ausgedacht hat? Und wir können an der Stelle nur sagen, dass es wirkliche Fakten dazu noch nicht gibt. Es gibt also noch keine genaue Datenlage, die uns sagt, also es ist vorgesehen, dass die und die Schiffe durch den und den Jump Point passen. Wir haben ein paar Indizien, und zwar einfach die grobe Kategorisierung der Jump Point Größen, die wir auf der Star Map finden. Da gibt es eben Small, Medium und Large Jump Points, und die sollen laut Cloud Imperium Games aber nicht direkt mit den aktuellen Schiffsgrößen kooperieren. Also das liegt nicht sozusagen kohärent übereinander, dass nur ein Small Ship durch einen Small Jump Point passt und es von dort aus sozusagen dann sich an die gleiche Größenkategorie ähnelt. Nein, die Jump Points sind deutlich größer, und es wird auch bedeuten, dass eben zum Beispiel ein Large Ship sich im Zweifel sogar durch einen kleinen Jump Point durchzwängen kann. Allerdings ist der Manöverraum in so einem Jump Point da sehr gering. Man wird es vermutlich dann manuell steuern müssen und eben aufpassen, dass man sozusagen nicht aus dem Sprungkanal rausgeworfen wird. Es wird aber unter Umständen möglich sein, das zu machen. Allerdings werden zum Beispiel automatisierte Daten, die dann helfen, einen Jump Point eben mehr oder weniger automatisiert zu durchqueren, nur dann funktionieren, Verzeihung, wenn der Jump Point auch für das Schiff angemessen groß ist. Es gibt dann Schiffe, die bestimmte Vorteile damit haben, in diesem Surfing, wie sie es nennen, von dem Jump Point, was übrigens immer irgendeine Form von Gameplay auch enthalten soll. Also ein reiner Autopilot wird es da ähnlich wie dem Quantum Drive wohl nicht geben. Aber auch das müssen wir noch abwarten. Diese Mechanik ist noch nicht vollständig. Es gibt dann aber Schiffe, die haben durchaus Vorteile darin, wie zum Beispiel die Carrack. Die Carrack hat ja ein paar Antennen, die ihr dann dabei helfen sollen, den Jump Point selbst zu oder den Sprungkanal zu stabilisieren und ihren eigenen Kurs darin auch zu stabilisieren, die sie also ausfahren kann, wenn es dann ums Springen geht. Und da hat ja auch Cloud Imperium Games schon gesagt, ja, die Antennen wird es auf jeden Fall geben, auch wenn sie aktuell an der Carrack noch nicht ausfahrbar sind. Aber das wird dann passieren, wenn es eben darum geht, die ersten Jump Points zu durchqueren. Und da können wir uns also dann auch mit 4.0 und Pyro darauf freuen, dass das dann passiert. Somit wird es also Schiffe geben, die gewisse Vorteile haben, sodass ich vielleicht eben auch eine Carrack relativ einfach oder problemloser als andere Schiffe durch kleinere Jump Points durchzwängen kann, wohingegen zum Beispiel eine Starfarer, die ja in Pyro sehr dringend gebraucht wird und wo die Frage auch mit zusammenhängt, sicherlich einen guten Navigator braucht, beziehungsweise eben einen ausreichend großen Jump Point, um da problemlos durchzukommen. Es wird auch helfen, die Jump Points zu kennen und zu wissen, wann da welche Kurve geflogen werden muss. Wie aus der ersten Demo haben wir es ja schon so ein bisschen gesehen, wie es in etwa aussehen wird, und dementsprechend also wird es sicherlich auch ein spannender Gameplay-Punkt sein, ein großes Schiff oder auch ein sehr großes Schiff durch entsprechende Jump Points durchzubekommen. Das also zu der Frage, und an der Stelle ganz herzlichen Dank an unsere Patreons, an alle unsere Unterstützer, die wir hier haben in der Patreon-Kampagne. Das ist ein sehr wichtiger Faktor für uns, und wir freuen uns über jeden, der sich entscheidet, uns ab 1 Dollar pro Monat oder 1 Euro pro Monat inzwischen ist es auch zu unterstützen. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte, und damit können wir hier unser Programm genauso auf die Art und Weise fortsetzen, wie wir es jetzt auch schon seit vielen Jahren tun. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wir gehen jetzt weiter zu unserer Program Preview. So, ja, da haben wir auf jeden Fall Streams anzukündigen. Außerdem übrigens gab es eine sehr, sehr schöne Folge von STB Newsroom, die Syntoxic und ich letzte Woche wieder aufnehmen konnten. Das war jetzt seit langer Zeit mal wieder die erste, und ich freue mich sehr, dass da auch eine schöne runde Folge draus geworden ist. Die werden wir natürlich auch auf YouTube stellen, das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gerne reingucken. Wenn sie denn kommt, ist es meistens dann am Sonntagvormittag, dass wir sie live schalten. Und ansonsten haben wir natürlich wieder Streams in der Ankündigung. Und zwar am Sonntag, den 14.8., einen Tag bevor der Ship Showdown dann wirklich losgeht, wird Sudo wieder da sein mit seiner Spaßsammeltruppe. Und das Ganze dann ab 16 Uhr im Let's Play Star Citizen hier bei uns am Sonntag, den 14.8. Dann haben wir wieder einen Stream am 17.8., das ist dann der Donnerstag, der darauf folgende. Ab 20.30 Uhr wird höchstwahrscheinlich der Wurzel für euch da sein mit einem weiteren WWTF. Oder wir machen ein Star Citizen Let's Play oder vielleicht auch irgendein anderes Programm.
Das Ganze könnt ihr auf jeden Fall dann erfahren bei uns auf dem Discord und entsprechend mit dem Streamplan am Montag, der da in der Regel immer online geschaltet wird. Also da könnt ihr auf jeden Fall gerne reingucken. Und wie gesagt, am Donnerstag geht es dann weiter mit irgendeiner Art von Let's Play-Inhalt. Ja, und am Freitag, den 19.8., da machen wir dann natürlich nochmal SCBverse Report mit dem Live-Recording und dem Q&A-Talk. Denn ab der Woche drauf, das kann man ja glaube ich schon mal ankündigen, wird es definitiv keinen SCBverse Report am Freitag geben. Da bin ich dann nämlich auf der Gamescom und dementsprechend werde ich also nicht die Möglichkeit haben, einen regulären Report aufzunehmen, aber ich werde auf jeden Fall meine Kameraausrüstung oder ähnliches mitnehmen und schneiden kann ich ja inzwischen auch schon zu vor Ort, so dass ich hier die Möglichkeit habe, auch Videos zu machen für euch. Und ich hoffe, das ein oder andere spannende Vlog damit produzieren zu können und euch damit sozusagen ein bisschen anderes Entertainment zu bringen, wie es auch immer schon üblich war, wenn wir auf der Gamescom unterwegs waren. Ja, so viel dazu und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr uns auch weiterhin gewogen bleibt hier rund um Star Citizen und Squadron 42. Wenn ihr weitere Infos dazu erhalten wollt und natürlich auch sehen wollt, wann ein neues Video von uns online kommt, bitte gerne lasst uns ein Abo da und denkt vor allem daran, das kleine Glöckchen dazu zu aktivieren, damit ihr auch mitbekommt, wenn ein neues Video von uns in eurem Abo-Feed landet. Und natürlich freuen wir uns ganz doll, wenn ihr uns unterstützt hier durch Kommentare, durch Likes. Gerne mal auch bei uns in den Streams vorbeischauen, am Freitag zum Beispiel eben zur Live-Aufnahme hier oder natürlich auch zu unseren Let's Play-Streams, die wir in der Regel 2 bis 3 Mal die Woche auf Twitch auch haben. Und natürlich freuen wir uns besonders, wenn ihr uns über unsere Patreon-Kampagne oder unser Spreadshirt-Shop unterstützt. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und ich verabschiede mich wie immer mit einem See you on the Flight Deck. Sawyer out.